Leute, was geht ab? EA Sports hat wieder gedroppt, die 93 plus Community Tots oder Top 5 Ligen, Upgrade SBC. Aber erstmal noch ein bisschen Neues, Leute. Trommelwirbel, Applaus für Special Guest. Ich habe keinen Apfelsaft leider heute dabei. Ah, du bist da Osaf. Guck mal, ich habe mich wieder vertan. Osaf Jank auf jeden Fall. Junge, du irgendwie gibst du mir jede Woche einen anderen Namen. Mal Osaf, mal Apfelsaft. Nein, du bist Osaf Jank, Bruder. Osaf Jank. Okay, was geht ab, Leute? Ich bin auch dabei. Wir haben einen sehr guten Spieler gezogen, beziehungsweise du. Ich freue mich. So, Freunde, wir haben die SBC abgeschlossen. Ihr seht es hier. 93 plus Community Tots oder ein von den Top 5 Ligen Tots. 93, ich weiß gar nicht, wer in den ganzen Pool drin ist. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wen wir ziehen werden. Moment der Wahrheit, Leute. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Mit der Nase machen wir das Ding auf. Ich meine, im letzten SBB haben wir Eusebio gezogen. Hier würde ich mich auf jeden Fall. Es geht nach rechts. Also, es ist eine Quatschkarte. Es wird. Ter Stegen. Oh, Mann. Egal. Ter Stegen SBB. Nice. So, Leute, wir haben Ter Stegen, beziehungsweise du hast Ter Stegen. Ich habe ihn in Rot bekommen, ja, ist halt auch leider F. Aber ich würde sagen, Leute, lasst gerne ein Mitleids-Like für Jesse da. Okay. Safe 1000 Likes für dieses coole Ter Stegen SVB. Okay. Okidoki, Leute, ihr habt's gehört, Ter Stegen und 11.000 Likes, würde mich auf jeden Fall mega freuen. 11.000? Also, du hast doch 11.000 gesagt. 11.000? Habe ich 11.000 gesagt? Ja, okay, dann macht 11.000 Likes, ja? Okay. Nein. Doch, egal. Macht 11.000 Likes. Egal, Leute. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen oben da, wenn euch das gefällt. Checkt auf jeden Fall gerne auch Jank ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sammeln wir nicht groß drum rum. Ich halte mein Board direkt hoch und ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber das Ding, mir fällt gerade auf, ich habe sogar Barca-Trikot an. Oha. Deswegen habe ich ihn gezogen. Der hat mir einfach irgendwie. Warum hat er mir nicht Levi oder so gegeben? Egal. Egal, komm. Mit welcher Liga bist du so gegangen? Ich habe zwei Franzosen aufgeschrieben. New, danke. Lucio und De Ligt. der Typ, der gerade nur deine Bayern-Spieler. New, was hast du aufgeschrieben? Ja. Ich habe Koundé und Kimpembe aufgeschrieben. Ja, das wird nix, das war wohl nix. Okay, komm, ich halt rein. Ich sag mal so. Ich glaube nicht, dass es klappt, aber könnte klappen. Okay, ich sag so kurz und schmerzlos. Ich habe mich bei dem Erzrivalen bedient. Alaba und Eder Militao. Ja, okay. Ich habe einfach dasselbe aufgeschrieben, also der Licht und Lucio. Hätte klappen können. Ja, perfekt. Nice. Auf jeden Fall sind denn die beiden Innenverteidiger safe. Ersten drei Spieler sind safe. Bin gespannt, was du jetzt gemacht hast. Ich bin auf jeden Fall in zwei Ligen gegangen. Und mich versucht so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, Bro. Kann klappen, muss aber nicht. Ich sage ehrlich, mit zwei Ligen gar nicht so verkehrt, weil wir haben auch mit zwei Ligen gebaut. Einmal links würde ich gerne meine Hero-Karte benutzen, Captivia. Vielleicht ein bisschen obvious, weiß ich nicht, ob du denkst, dass ich vielleicht die Spiele eingebaut habe. Und rechts würde ich gerne meinen Red Pick Klausi einsetzen. Ja, okay. War wieder nichts bei mir. Ich bin mit Mendes gegangen und Pavard. Ich dachte, du machst meine Taktik, einfach Pavard mitnehmen. Aber schade. Super Sache. Gefällt mir auf jeden Fall. Nice. Dann ist mein Board auch hoch. Und ich bin gespannt. Okay. Also ich bin auf jeden Fall links mit Mendes gegangen. Wieder drei rote Karten, ey, von vier Spielern, crazy. Und rechts bin ich mit Pavard gegangen, mit wem bin ich gegangen? Ich habe hier Pavard und Sergi Roberto. Bin mit Sergi Roberto gegangen. Das ist natürlich Quatsch, ich habe Alphonso Davies und Kimmich aufgeschrieben. Jawohl. Zweimal Bayern, zweimal der falsche Spieler. Schön die Non-Regold-Karte auf dem rechten Verteidiger. So, es geht weiter, Halbfinale. Wir kommen ins Mittelfeld. Da der Kollege 442 spielt, schreibe ich sein Rechtsmittelfeld und seine beiden ZMs auf. Bin auf jeden Fall gespannt, was du gemacht hast. Rechts bin ich mit Bayern gegangen, sehr auffällig. Sané Team of the Season. Dann eine Prime-Icon, frisch gezogen, Xavi. Richtig sinnlos, einfach Xavi gezogen, so ein F. Nicht mal Trophy Titan, einfach Prime-Icon. Und dann ZM habe ich viel zur Auswahl. Kimmich, Renato Sanchez, Kroos, aber ich nehme Brandt. Oh mein Gott, Bruno Fernandes, Verratti, Vera. Wichtig. Ich hätte einfach jeden mitnehmen können, theoretisch. Ja, von dem ehrlich. Oh Mann. Okay, ich halt rein. Ich bin in einer Liga geblieben, sag ich dir ehrlich. Okay, alright. Vielleicht Premier League? Nö. Ja, schade. So, links zentrales Mittelfeld, N'Golo Kanté, Winter Wildcard. Auf der 10 würde ich gerne Havertz, Flashback, Tots spielen. Und auf dem rechten zentralen Mittelfeld nehme ich meine Icon mit. Ja, wen nehmen wir mit? Hier kann ich mir eigentlich entscheiden, ob so eine französische. Nehme ich Zidane oder Petit mit? Komm, ich nehme mal ein bisschen defensiveren. Ich nehme Petit mit. Super Sache.
bin in einer Liga geblieben. Ich bin einfach in die Bully gegangen. Ich habe auch auf Shin Brandt, dann Kimmich und Musiala. Ich dachte, vielleicht hast du so Musiala in Rot oder so. So cool. Die letzten drei Spieler. Jetzt wird es nochmal spannend. Vielleicht treffen. Das Ding ist, ich glaube, wir haben beide diesmal gut gebaut. Ich habe auch so ein bisschen versucht, nicht so obvious zu bauen. Aber egal. Ich halte erstmal für dich rein. Ich bin wieder in eine Liga gegangen. Keine Ahnung, ob es klappt. Da muss ich leider enttäuschen, weil ich habe ein Team mit zwei Ligen. Wir starten erstmal mit dem rechten Flügelspieler. Da habe ich eine Karte genommen, die hast du zu 1000% nicht. Das ist Wanderson. Und der Kollege kann einfach vier Positionen spielen. Also der kann rechter Außenverteidiger, Rechtsverteidiger, Rechtsmittelfeld und rechten, eigentlich auf der rechten Seite kann er alles spielen. Wanderson, guter Mann. Ja, okay, vielleicht doch nicht so gut. Aber den hast du auf jeden Fall safe nicht. Links würde ich auf jeden Fall Mbappé spielen. Und im Sturm würde ich gern, ja, ich glaube, das ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass du den nochmal aufgeschrieben hast. Lewandowski bei Testing eh schon vorbei. Aber ja, das ist mein Sturm. Ich bin full of Premier League einfach gegangen irgendwie. Ich habe einfach aufgeschrieben, Saka, Rashford und Kane. Scheiß drauf. Möchten wir nicht drüber super reden, müssen wir nicht drüber reden. Ganz super ganz Sache, krass. Super Sache. Komm, mein Board steht auf. Ich bin gespannt. Ja, okay. Also ich habe einmal einen Barca-Link, linkes Mittelfeld, Ferran Torres. Ist schon auffällig, aber ich weiß nicht, ob man drauf kommt. Dann habe ich Füllkrug. Und also ja, die Team of the Season Karte und die Natale von Fantasy. Okay, stark gebaut. Ich habe Guerrero aufgeschrieben, dann habe ich Adeyemi aufgeschrieben für den deutschen Striker. Ich wusste, irgendwie es kommt ein Deutscher. Ich habe mich für Adeyemi entschieden. Und dann habe ich noch auch nochmal Lewandowski aufgeschrieben. Das heißt, wir haben beide volle Teams. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Hatte ich schon lange nicht mehr. Aber dann heißt es auch beim Discarden kann spannend werden, ne? Let's go! Ey, das ist Quatsch! Ohne Time Finish nichts und so, hä? Ja, der kann das, der Sané, der kann das. Jawoll, Mbappé, Junge! Nein! Ja, man kann nicht schießen. Ey, ich spiel das zu sicher. Oh, wie kann man so viel Pech haben? Wie kann man so viel Pech haben? Nein, Hilfe, Hilfe. Junge! Testing, das ist Bug, ne? Hülle! Lass dir nichts sagen von Jesse. Lass dir nichts sagen von Jesse. Jesse sagt, du kannst nichts, aber ich habe immer an dich geglaubt, Bro. Licht, Digga. Ja, wichtiger Ballgewinn und... Oh, das war stark gemacht und das muss der Anschluss sein. Sehr gut gemacht, Jungs. Weiter geht's, weiter geht's. Chiri! Hä, kein Foul? Hä? Full Beine weggezogen, Schiri sagt gar nichts. Und das muss der Treffer sein, der Mann like Havertz, Digga. Kein Digga. Er ist doch sicher. Er ist doch sicher. Oh mein, ey, das ist zu viel. Nein! Sergio Roberto, kein Gegner, Bro. Den kannst du so von außen überbesitzen, so wie Gareth Bale, ja. Mit Oh, ne, wie? Oh, geil. Okay, wichtig, wichtig, wichtig. Crazy. Ich hasse es erledigt. Ab in den Knick. Patrick. Zwei Discards. Oh, noch ein. Hey, was? Er pfeift ab, wo ich noch ein Torhüter machen kann. Aber okay, zwei Discards reichen mir eh. GG an der Stelle. Alright, Leute. Team steht. Ihr seht es. Wir hatten ja beide Full-Team. Zwei Stück. Ein Discard wäre echt okay. Aber bei einem Discard, man weiß nie. Also, hier wird schon sehr viele Spieler wehtun, sage ich ehrlich. Okay, ja, ich habe zwei Discards bei einem Fullteam, ist schon geil. Ich nehme ich was aus dem Sturm, Mittelfeld oder Verteidigung? Dein Tor ist schon mal safe, kann ich dir sagen, Bro. Ich glaube, ich gehe aber in die Verteidigung. Hast du da was Cooles stehen? Willst du mir einen Tipp geben? Nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Okay, ich nehme einmal dein RV. Ich nehme nicht deinen LV, ich nehme einen deiner Innenverteidiger. Ich nehme den linken Innenverteidiger. Oh mein Gott! Ey, mir fällt gerade auf, in der Verteidigung stand eigentlich so das Beste von mir. Wie? In der Verteidigung stand Havertz Rückblick, Mbappé, POTM 92er, Testegen, PT. Und du hast leider die schlechtesten getroffen. Testing und Petit oder was? Ja, ja, ja. Ohne Sinn. Wo du meintest Rechtsverteidiger, ne? Also ich habe rechts gehört und Verteidigung, ich war schon knock. Und dann meintest du nochmal zwischen den beiden Innenverteidigern,
Und da war für mich, da ging schon alle Licht aus. Ich war schon dieses, okay, das passt. Digga, so viel Glück immer wieder. Das kann mir Eusebio so viel Glück, ne? Ist so krank. Kein Bock mehr. Gib deine scheiß SBC ab. So, SBC ist ready. Ich sag mal so, ich bin echt mit zwei blauen Augen davon gekommen. Also hättest du Mbappé und Havertz getroffen, hättest du einfach genau das andersrum gemacht. Ich glaube, ich hätte nicht mehr mit dir geredet. Hätte Nummer geblockt, alles geblockt. Irgendwann bist du fällig. Irgendwann bist du fällig. Ich weiß gar nicht, ob ich dir schon mal was Krasses kartet habe. Ich weiß nur, dass du mir irgendwie immer was Krasses kartest, wenn du gewinnst. Irgendwann bist du fällig. Ja. So Leute, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe einen Kommunikationsfehler bekommen. Deswegen, ihr seht es jetzt hier. Wir geben ab. Ihr seht es. SB, MPT und Testing. Also, ihr wird auf jeden Fall nichts gefaked. Wäre auch schwachsinnig, Testing und PT zu. Also, egal, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Danke auf jeden Fall, Cenk, dass du mit am Start warst. Korrekt auf jeden Fall, dass du die chilligen Picks genommen hast. Ich bin auf jeden Fall raus, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support. Peace.